Eilmeldung, der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke wurde jetzt wirklich zu einer richtig satten Geldstrafe verurteilt, weil er eben eine verbotene SA-Losung ja benutzt hat. Die Strafe beträgt 100 Tagessätze mit jeweils 130 Euro. Heißt im Klartext 13.000 Euro Geldstrafe dafür, dass er eben diese Losung ja benutzt haben soll. Und diese Strafe wird vor allem auf Twitter extrem kritisch gesehen, da beispielsweise von der SPD ein Mann, der Kinderpornos heruntergeladen haben soll, nur eine Strafe von 5.000 Euro bekommen hat. Aber Björn Höcke, der sagt, er möchte alles für seine Heimat, für Deutschland geben, wurde verurteilt. Natürlich auch deswegen, weil halt eben das eine ehemalige SA-Losung ist, wobei ja das Hauptargument von Herrn Höcke war, dass es eine allgemeine Äußerung ist.